Hallo. Heute von draußen. Wisst ihr, wo ich bin? Ahnt ihr es schon? Im Lindenpark. Hier ist das JWD im Hintergrund. Und die Winterrampe. Und der Spielplatz. Ach, herrlich, dieser Schnee. Wann hatten wir das letzte Mal so viel Schnee in Potsdam? Ich kann mich nicht erinnern. Wisst ihr, was ich jetzt manchmal morgens mache? Barfuß in den Schnee. Mit nackten Füßen. Ist schön, müsst ihr auch mal ausprobieren. Danach ist auf jeden Fall ein Fußbad gut. Und warme Socken anziehen. Und dann kann man sich schön einkuscheln und eine Geschichte hören. Ah. Huch. Na, die Geschichte, die ich euch heute mitgebracht habe, in der ist es auch kalt. Richtig knackig. Und noch ein bisschen mehr. Hört mal hin. Es trug sich einmal zu, dass eine Frau in den Wald ging, um Holz zu holen. Sie lebte mit ihren Kindern am Rande eines Dorfes in der Nähe eines Waldes. Und sie lebte dort allein, denn ihr Mann war schon vor längerer Zeit gestorben. Und so musste sie alles, was das Leben für sie bereithielt, allein schaffen. So auch im Winter das Feuer Holz holen. Ja, denn sie hatten ja keine Heizung. So wie wir heutzutage, wenn es kalt wird, die wir einfach andrehen. Nein, sie mussten sich ein Feuer in der Stube machen oder in der Küche, um es dort warm zu haben. Und im Winter konnte es schon sehr, sehr kalt sein. So ging sie also eines Morgens in den Wald hinaus. Frau Hölle hatte ihre weißen Laken über Wiesen und Wälder gelegt. Und die Kälte und der Frost, der nagten an den Bäumen und alles klapperte und klirrte. Sie stapelte Holzscheit um Holzscheit in ihre Kiepe hinein und hatte sich noch eine große Wehe reisig oben auf die Kiepe raufgelegt und der Korb zerbrach fast unter ihrer Last. Aber ja, sie brauchte ja so viel Holz, um es warm zu haben. Und gerade als sie sich die Kiepe auf den Rücken Huckepack nehmen wollte, hörte sie plötzlich ein Stimmchen wimmern und maunzen. Und da sah sie auf einem Baumstamm ein kleines weißes Kätzchen sitzen. Und dann sagte sie, ach je, du armes kleines Kätzchen, du siehst ja ganz hungrig und krank aus. Na, komm mal mit unter meine Jacke. Dich nehme ich mal mit nach Hause. Armut kann Armut schon noch ernähren. Und als sie nach Hause kam, rannten ihr die Kinder entgegen und riefen, Mama, Mama, hast du Brot für uns? Hast du Hasenbrot? Ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Hasenbrot ist. Das ist schon ein älteres Brot vom Vortag oder vom Vorvortag. Aber die Mutter sagte, ich habe kein Hasenbrot, ich habe kein Zuckerbrot, ich habe nur Plackerei und Not. Und bring noch ein hungriges Seelchen mit. Und da blinzelte aus ihrer Jacke heraus das kleine weiße Kätzchen. Und die Kinder freuten sich, als sie das kleine Wesen sahen, nahmen es mit in die Stube, teilten ihre Brotkrümel mit ihm und ihre Speisen in den nächsten Tagen. Und sie streichelten das Kätzchen und wärmten es und spielten mit ihm. Und so konnte es über die Tage und Wochen wieder stark und kräftig werden und gesund. Und eines Morgens war es verschwunden, einfach weg. Die Kinder sorgten sich um das kleine Kätzchen, aber die Mutter sagte, ja, ich gehe in den Wald und hole neues Holz, vielleicht kann ich es dort finden. So ging sie also wieder los mit ihrer Holzkiepe. Und als sie an den Baumstamm kam, wo sie einst das Kätzchen aufgelesen hatte, sah sie eine große weiße Gestalt stehen. Eine Lichtgestalt.
Und diese Lichtgestalt warf ihr etwas Weißes in den Schoß und sagte, hier, das ist für das Kätzchen. Und noch ehe die Frau sah, was es war und sich bedanken konnte, war die Frau, die weiße Gestalt, verschwunden. Und dann sah die Mutter, dass es sich um ein weißes Wollknäuel handelte. Das nahm sie mit nach Hause und legte es am Abend auf den blank geputzten Küchentisch. Und wie sie am nächsten Morgen aufstand, lagen neben dem weißen Knäuel weiße Strümpfe, wie von zauberhaften, geheimnisvollen Händen gestrickt. Denn in dem Knäuel waren natürlich Stricknadeln. Und es war ein Wunderknäuel und Zaubernadeln. Ja, und auch in der darauffolgenden Nacht und in der Nacht danach kam immer ein paar weiße Strümpfe dazu. Und schon bald hatten die Mutter und die Kinder warme Socken und die Fülle war in ihr Haus eingekehrt, denn sie mussten nicht frieren. Und sie hatten so viele Socken, dass sie auf dem Markt verkaufen konnten. Und die Wolle, die ging niemals aus. Denn es war Wunderwolle. Ach, so hatten sie es gut. Von dem Erlös kauften sie sich warme Kleider und gute Speisen. Und niemals mehr musste ein Kind hungern. Und da wussten sie, dass Frau Holle es ihnen gedankt hat, dass sie sich einst um das Kätzchen gekümmert haben. Wenn sie nicht gestorben sind, so lebt sie noch heute. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche und dann sehen wir uns bald wieder mit einer neuen Geschichte in der Lindenpark Märchenstunde. Tschüss!